Christian, heute geht es um die Aufzeichnung von Besucherdaten, wenn ich Webseiten besuche. Man weiß ja nicht, als Webseitenbetreiber, welche Cookies legt eigentlich meine Webseite beim Besucher ab. Das ist ja jetzt wichtig wegen den Datenschutzbestimmungen und man möchte das ja auch kontrollieren. Reinschreiben kann man viel, aber prüfen ist natürlich besser. Und es gibt eine relativ einfache Möglichkeit. Und zwar Safari, Mac. Da gibt es bei den Einstellungen Datenschutz ist so serienmäßig. Und wenn man hier reinklickt, kann man live zuschauen, wie sich die Cookies und die Caches auffüllen. Das heißt, man besucht einfach eine Seite. Und schaut, was die macht. Bei mir habe ich jetzt anscheinend nichts, obwohl die Seite bei Inode gehostet wird und die haben eine kleine interne Zugriffsstatistik. Die scheint also nichts anzulegen. Jetzt gehen wir mal auf den Blog, der ist von Google, blogger.com. Hier oben haben wir die Datenschutzbestimmung. Hier wurde jetzt noch nichts gespeichert. Ich sage mal, okay. Wurde noch immer nichts gespeichert. Jetzt. Das dauert anscheinend ein bisschen. Das heißt, da habe ich was im Cache von meiner Startseite und vom Blog haben wir was im Cache und was in Cookies. Ich habe aber auch gesagt, dass ich das haben will. Gut, jetzt tun wir alle entfernen. Gehen wir wieder zurück. Vielleicht kommt das erst, wenn man die Seite verlässt. Das wäre natürlich mehr. Ah, da ist es. Da geht was in den Cache. Was immer das ist. Kann natürlich sein, dass da Bilder gecached werden. Lässt sich leider nicht. Gibt keine Zusatzinformationen, was das jetzt sein könnte. Aber Cache, sage ich einmal, Bilder, damit sie nicht noch einmal geladen werden. Oder vielleicht diese Grafik. Gehen wir mal auf YouTube. Bin hier nicht angemeldet. So, zum ersten Mal. So. Cache, Cookies, bla bla bla. Vorher hat er mir da oben das angezeigt, die Datenschutzbestimmung. Jetzt zeigt er mir es nicht mehr an, obwohl ich alle Cookies rausgelöscht habe, was irgendwie ein bisschen unlogisch ist. Gut. Sag mal, ist es halb so wild? Warte mal ein bisschen. Anscheinend setzt da wirklich nichts, wenn man nicht am Knopf drückt. Jetzt tun wir mal ohne Knopf weiter. Ist nichts Neues dazugekommen. Jetzt drücke ich auf den Knopf. Jetzt kommt was Neues dazu. Okay. Da ist was im Cache. Cache, Cookies, Cache. Blogger, Cache, Facebook. Das dürften die Links da sein. Ja. Alles halb so wild. Schauen wir mal. Tracking Cookies und Webseitendaten.
So, und wenn wir da Tracking ändert, schauen wir mal. Dann überhaupt irgendwas gespeichert wird. Wird genauso. Cache, 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 Cache. Und einmal Cookies. Okay. Gut, und so kann man das ein bisschen überprüfen. Dass man auch weiß, was da im Hintergrund passiert. Das ist im Safari wirklich relativ einfach.